62 Junghengste des Jahrgangs 2015 traten bei der 47. Holsteiner Körung in Neumünster an. 26 Hengste wurden gekört, 7 davon erhielten das Prädikat Prämienhengst. Unter den Hengstvätern brillierte das Blut des Weltklasse-Springhengstes Casal mit 6 direkten Nachkommen. 4 erhielten das Prädikat gekört, einer davon mit einer Prämie. Der Siegerhengst der Holsteiner Körung 2017 mit der Katalognummer 65 von Sandro Boy, Mutter, Vater, Single Lord, Jota, im fallenden Pedigree über Acodetto, Acobat 2 und im Vollblüter Maitens, gezogen und im Besitz von Carmen Eisfeld und Harm Tormelin, wechselte Sandro Junior für 260.000 Euro die Besitzer. Der Zuschauerliebling der Holsteiner Körung 2017 bestach durch seine spektakulären Auftritte mit viel Takt in den Bewegungen, einer geschlossenen, gut bemuskelten Oberlinie, Kraft und Vermögen am Sprung. Der erste Reservesieger, die Katalognummer 67 von Urico Kuhlmann Contender, ausgestellt und im Besitz des zweiten Vorsitzenden des Holsteiner Verbandes Tim Peters, wurde auf der Auktion für 96.000 Euro zugeschlagen. Der zweite Reservesieger von Casal aus einer Casini 1 Mutter überzeugte die Körkommission durch sein Vermögen am Sprung, einer tollen Technik. Der typvolle Junghengst wechselte den Besitzer für 220.000 Euro auf eine Deckstation in Niedersachsen. Seinen Einstand als Auktionator feierte Dr. Günther Friemel als Ersatz für Uwe Heckmann auf der Holsteiner Körung und Elite Reitpferde Auktion in Neumünster. Das teuerste Reitpferd, die Katalognummer 104, Katharina von Casal Montender, wurde für 150.000 Euro zugeschlagen. In der Mediathek auf Klippenhorst TV können Premium-Mitglieder diese Highlights der Holsteiner Körung und Elite-Reitpferde-Auktion Revue passieren lassen.